Zum Jahreswechsel wird Bilanz gezogen. Es gilt, das abgelaufene Jahr nüchtern zu betrachten. Was lief wie gewünscht, was nicht. Es geht also darum, das neue Jahr entsprechend gut vorzubereiten und sich einige wichtige Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was ist in aller Klarheit das, was ich wirklich will in 2020? Was ist dazu notwendig, um mich auf den sichersten Weg dorthin zu machen? Wie bleibe ich dann auf diesem Weg, und zwar bis zum Ziel? In weniger als 3 Minuten werde ich Sie jetzt auf Ihre Erfolgsspur 2020 setzen. Überlegen Sie dazu bitte kurz Folgendes. Wer hätte nicht schon einmal, gerade am Ende oder am Anfang des Jahres, Ziele aufgestellt für das nächste Jahr? Und wer hätte damit nicht schon einmal die Erfahrung des Scheiterns gemacht? Wobei wir uns ja alle in guter Gesellschaft befinden, denn die Statistiken sind erschreckend auf diesem Gebiet. Nicht nur, dass 95% aller Diäten vorzeitig beendet werden, und Abnehmen ist ja immer noch ein Hauptziel. Nein, die Absolventen bringen oft sehr schnell mehr Kilos auf die Waage als vor der jeweiligen Diät. Nicht nur, dass sogar 97% aller Versuche, mehr Geld zu verdienen, scheitert, weil hier viele Menschen völlig unrealistische Vorstellungen und Erwartungen haben. Nein, die meisten Menschen verlieren auch noch ihr weniges Geld, weil sie hemmungslosen Marktschreiern und Möchtegern-Unternehmern vertraut haben. Last but not least, nicht nur immer mehr Ehen werden geschieden und Beziehungen gehen auseinander. Nein, die Zahl der Einsamen und Verlassenen steigt rapide an. Womit es in allen 3 zentralen Lebensbereichen, nämlich Gesundheit, Beruf, Finanzen sowie Beziehungen, ziemlich öde aussieht, vorsichtig ausgedrückt. Trauriger Fakt ist, dass die meisten guten Vorsätze spätestens Ende Januar auf dem Müllhaufen gelandet sind, zusammen mit dem Probeabo für das Fitnesscenter. Und dass sich Frustration, Überforderung und oft Resignation dann durch ein weiteres Jahr zieht, an dessen Ende dann wieder dieselben Silvestervorsätze für das nächste Jahr gemacht werden, wie schon so oft. Kurz, Sie sind wieder genau da, wo Sie nicht sein wollten, wo Sie die letzten Jahre aber komischerweise immer wieder landeten. Wo war der Fehler? Was läuft hier falsch? Was müsste anders gemacht werden als vorher? Was müssten Sie tun und was müssten Sie lassen? Und zwar ohne, dass dieses Vorhaben, mal wieder, zu einem zeit- und energievernichtenden Wettlauf wird, den die meisten verlieren. Denn für immer mehr Menschen ist das Leben zu einem nicht enden wollenden Kampf mit immer länger werdenden Listen von Aufgaben, Tätigkeiten und Erwartungen geworden. Mit einer sinnbringenden und nachhaltigen Planung sollte das vermieden werden. Worum geht es nun konkret? Um das Ihnen vielleicht schon bekannte Erfolgstraining, welches ich an der Akademie für Selbstdenker seit 2014 immer zum Jahresanfang durchführe und das in der neuesten Auflage jetzt logischerweise Erfolg 2020 heißt. In diesem Programm zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie eine erfolgreiche Jahresplanung aussieht, wie Sie mit einer professionellen Rückschau die Basis dafür legen, wie Sie Ihre wirklichen Ziele in allen Lebensbereichen definieren, wie Sie Ihre gesetzten Ziele Step für Step auch erreichen und vor allem umsetzen und wie Sie die besten wissenschaftlich und in der praktischen Arbeit erprobten Werkzeuge dafür nutzen. Die wichtigsten Schritte dazu können Sie mit mir in einem Live-Workshop am 6. Januar direkt in den Unterlagen, die wir Ihnen nach der Registrierung hier rechts zuschicken, selbst für sich ausprobieren. Tragen Sie jetzt Ihre E-Mail und Namen ein und freuen sich auf ein wirkungsvolles Training. Wir sehen uns.